Heute ist der 20. August, Gartenrundgang Merilupo. Die Pfirsiche kommen nicht recht aus dem Arsch, wachsen nicht. Ernte geht jetzt zur Neige. Ein paar Äpfel hängen noch. Tomaten bauen auch extrem ab. Hängt zwar noch einige dran, grüne, aber es geht dem Ende zu. Hier hängen noch ein paar mehr dran, aber nicht mehr viel. Ein paar kleine Fläumchen hängen hier noch. Auch vergessen. Bei meinem Rosenkohl kommen die ersten Röschen. Die ersten Röschen sind zu sehen. Blumenkohl. Können wir an der Pfeife rucken? Da steht noch ein Gigant. Normale Kohlrabis habe ich auch noch. Wurzeln. Die Möhren könnte man auch bald ernten. Mal eine Probe ziehen. Ja. Sehen gut aus. Hier ist nichts mehr. Ist der Buchel. Der macht sich ganz gut. Ja, ja, den Schwarzwurzeln habe ich heute mal eine Probe genommen. Die Länge stimmt, nur die Dicke noch nicht. Auch die Paprikas bauen ab. Kommt zwar noch einige kleine hier, aber die Welt ist es nicht mehr. Hier noch ein Schein, einen schönen Gigant. Ebenso dieser Blumenkohl.
Kann man auch in die Tonne schmeißen. Mais, Sonnenblumen, Feld abgeerntet. Nass gespritzt. Pflaumenbaum. Direkt rein. Kürbisse sind dieses Jahr auch wenige. Wenn ich richtig gezählt habe, 4 Stück. Eins. Zwei. Drei. Hier ist noch einer. 4 Stück. 4 Kürbisse. Wassermelonen sind eingegangen. Auch die Zucchinis bauen ab. Nicht mehr viel los. Ebenso die Honigmelonen bauen auch ab. Heute geerntet, zeige ich gleich noch. Eine ist noch. Etwas klein. Insgesamt 6, 10, 12 Stück auf dieser Ecke. Honigmelone. Ja, dieser Honigmelone waren 2, sind allerdings geplatzt. Zu viel Wasser gegeben einmal. Aber neue sind nicht mehr gekommen. Ah, hier ist auch noch einer. Eine kleine Honigmelone. Oh, die wird nicht zerwehren. Nein, das ist keine Melone. Das ist Riebo gewachsen. Das ist Kürbis. Ein kleiner Kürbis noch. Zuckermais auch abgeerntet. Auch diese Tomaten gehen sachte den Berg runter. Was noch einigermaßen gut steht, sind diese Paprika. Hier könnt ihr noch was werden. Sind sogar noch Blütenansätze da. Heute auch ein paar geerntet. Aber ja, die sehen noch ganz gut aus. Zurückgehen. Hier schwimmt viel Wasser.
neues Projekt, Fußweg. Habe ich erstmal 50 Stück auf zweimal. Mehr wie 25 kann ich in Audi nicht einladen. Hat schon elende zu knabbern gehabt bei 25. Auch die Stangenbohnen kriegen auch schon gelbe Blätter. Aber blühen noch. Haselnüsse auch abgeerntet. Ungefähr 10, 12 Kilo Haselnüsse. 7 Kilo habe ich schon zu Hause. Und heute nochmal. Wasser kann ich nicht mehr filtern, Pumpe gemeißt. Ebenso eingebrochen in die Bude. Werkzeug gemeißt, Wert von 500 Euro. Sogar Verlängerungskabel für Elektrik haben sie mitgenommen. Und sogar Schraubenzieher. Der Wein macht einen guten. Würde sagen, noch 3 Wochen. 3 Wochen können wir ernten. Schöne große Trauben. Ich würde sagen, eine Traube hat bestimmt 200-300 Gramm. Diesen etwas kleiner. Schöne große Trauben dran. Schöne Weintrauben. So, hier kommen wir mal zu der Ernte von heute. Honigmelone. 4 Stück. Vor Pflaumen. Eine Gurke. Sensationell. Die erste. Tomaten und unten sind ein paar Paprikas. Hier sind noch ein paar Zucchinis und ebenfalls ein paar Pflaumchen. Die Gurke habe ich von da hinten abgemacht. Die habe ich aber auch schon im Juni gesteckt. Bauen auch schon ab, aber es war eine dran. Meine selbstgezogenen roten Johannisbeeren machen auch einen guten. Kann ich im Herbst umsetzen. Ich werde euch am Deich setzen. Am Pool. Noch ein paar Kohlrabis. Hier stand die Wassermelone. Dann sitzt man noch etwas grün. Man erkennt es noch.
rückwärts. Hier ist Überschwemmung. Nicht mehr weiter. Russisches Modell. Die ganzen Kappen aus Metall haben sie mir auch gemeißt. Jetzt habe ich hier Holzstecke reingemacht. Kommt keine mehr drauf. Und wie gesagt, Wasserhahn aus Plastik gekauft, wird nicht gemeißt. Wird nur gemeißt, was aus Metall ist. Was auch reichlich drauf hängt dieses Jahr, hier Quitten. Die brauchen noch 2 Monate. Ransum. Jetzt sind noch ein paar Bären. Weiß ich nicht, wie die heißen. Nadja ist die, ich nicht. Keine Ahnung. Kann ja bitte mal näher rangehen. Sehen auch viel Preiselbeeren. Meine Kosten. Pfui, Teufel. Habe ich irgendwas vergessen? Wie gesagt, alles was hier nicht nied- und nagelfest ist, wird hier geklaut. Hab doch noch was vergessen. Die Haselnüsse. Und heute. So,
das soll es gewesen sein. Von Gartenrundgang in Merilupol.